Es war ein ganz normaler Tag, als mir langweilig war und ich beschloss, einkaufen zu gehen. Ich schaute in meinem Lieblingsgeschäft, ob ich was Cooles finden würde. Dann fiel mir diese coole Knete auf. Ich nahm sie mir gleich und wusste, diese musste ich kaufen. An der Kasse ging mir dann leider das Geld aus. Ich hab kein Geld. Bist du Headguy? Ja, da bin ich. Kann ich ein Autogramm? Natürlich. Als ich zu Hause ankam, machte ich sie gleich auf und stellte fest, dass es eine sehr komische Knete war. Ich verbrannte mir gleich den Finger. Es war irgendeine seltsame ätzende Knete und ich probierte, ob es auch einen Stift verätzte. Ja, ich stelle sie zur Sicherheit lieber hierher, damit sie niemand hinunterwirft. 12 Sekunden später. Was hast du getan? Entsetzlich! Was ist denn los? Knete zerstört uns! Sie frisst alles auf! Stopp. Warum? Also, ich ging ins Geschäft und kaufte mir die Knete. Als ich die Knete daheim aufmachte, sah ich, dass es eine sehr komische Knete war. Und ich verbrannte mir den Finger, als ich sie berührte. Dann probierte ich es mit einem Stift und auch der wurde ziemlich verätzt. Ich kam zu dem Schluss, dass diese Knete gefährlich ist. Oh nein, wir müssen sie stoppen. Ja! Aber wie? Wir sollten zum Hersteller gehen. Gute Idee. Ja, rein. Sind Sie Professor Kritzkratz? Ja, da bin ich. Ich habe dich erwartet. Du hast die Knete gekauft, nicht wahr? Was ist gleich mit der Knete? Die Knete, die du gekauft hast, ist... Ja? Was ist? Sie ist böse und nur ich kann sie kontrollieren. Dann schalte sie bitte ab. Das tue ich nur dann, wenn du deinen YouTube-Kanal umbenennst. Ist nicht schlimm, ich nenne ihn einfach Get High. Ich bin noch nicht fertig. Der YouTube-Kanal soll heißen... Ja? Kauft. Kritz. Kratz. Knete. Nein, ich kann keine 4K-Videos machen. Und was hat nun mit dem Namen meines Kanals zu tun? Wie dumm kann man sein? Ich erkläre es dir nochmal. 2000 Jahre später. Ah, jetzt verstehe ich. Ich nenne ihn niemals so. Dann wird die Knete eben dein Zuhause zerstören. Deine Familie auch. Nein. Gut, ich mach's. Tut mir leid. Es hat keinen Sinn mehr. Seht euch doch mal mein Zimmer an. Mein ganzes Zimmer ist schon voller Knete. Und diese Knete ist groß und seltsam. Und bewegt sich. Ich habe keine andere Wahl. Doch plötzlich ruft jemand an. Hallo? Ja? Hier ist ein Fan von dir. Bist du Headguy? Ja, da bin ich. Du darfst deinen Kanal nicht umbenennen. Ich habe einen Plan. Aber ich muss ihn umbenennen. Mein Plan lautet... Wow, ja, das ist ein guter Plan. Ich warf meinen Hut auf die große Knete von meinem Zimmer. Ich konnte sie somit kontrollieren. Wir gingen zum Wissenschaftler, schalten ihn aus. Nein! Warum wird alles so bunt hier? Oh nein, die Knete startet auf mich selbst einen Angriff! Meine eigene Erfindung! Juhu, wir haben es geschafft! So Leute, das war's wieder von mir. Das war eher ein kurzes Projekt, also ein Kurzfilm, ein kurzer Film. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bitte abonniert mich und liked dieses Video, wenn es euch gefallen hat. Danke fürs Anschauen und tschüss. Make it.